Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem Cyberlink Power Director in der Version 15. Heute möchte ich euch das Werkzeug Multicam Designer zeigen, was es kann und wo die Grenzen sind und wie ihr euch trotzdem mit einigen kleinen Tricks helfen könnt. Der Multicam Designer eignet sich immer dazu, mehrere Videoclips miteinander zu synchronisieren. Ein klassisches Beispiel ist eine Interviewsituation. Ihr nehmt es mit zwei Kameras auf und müsst dann natürlich Bild und Ton absolut mit den Mundbewegungen synchronisieren. Ich habe mir keine Interviewsituation rausgesucht, um das zu zeigen, weil das relativ einfach funktioniert, sondern habe mir eine kleine Herausforderung genommen. Ihr klickt hier oben auf dieses Plugin Multicam Designer und in dem Moment öffnet sich ein neues Fenster und ihr werdet sofort gefragt, welche Videodateien möchtet ihr denn öffnen, also sprich von der Festplatte. Wir gehen mal auf Abbrechen, weil erstmal möchte ich euch kurz die Aufteilung dieses Raumes zeigen. Hier habt ihr die Möglichkeit, bis zu 4 Clips zu importieren, und zwar über diese Plus-Taste. Entweder von der Festplatte, das Fenster hatten wir schon, oder aus dem Media Room. Ich habe die Clips schon mal in den Media Room gelegt und so importiere ich jetzt meine 3 vorhandenen Clips. Diese Clips sind Spielsituation Assetto Corsa. Da ging es um ein Rennen in Sanford und wir haben hier 3 unterschiedliche Fahrerperspektiven. Und ich möchte die jetzt miteinander synchronisieren. Sprich, dass ich hier einen Zusammenschnitt aus diesen 3 Clips mache. Hier unten werden die dann entsprechend schon mal importiert. Und hier sehe ich schon, ich habe unterschiedliche Dauern des Clips. Ich kann hier auch drüber gehen, da sehe ich dann die Startzeit, Endzeit und die Dauer. Und hier sehe ich schon, es ist unterschiedlich aufgenommen. Und jetzt ist es für mich wichtig, den richtigen Anfangspunkt zu finden. Wenn ich eine Interviewsituation habe und nehme mit 2, 3 oder 4 Kameras auf, dann synchronisiere ich das in der Regel über den Ton. Und zwar, dass ich einfach, bevor ich das Interview starte, einmal in die Hände klatsche und somit auf allen Audiospuren meiner Videokameras ein eindeutiges Signal für das Programm habe. Ich spiele das mal ab, um euch zu zeigen, welches Signal ich hier habe. Es ist nur ein Motorengeräusch. Dieses Motorengeräusch ist aber nicht so gut zu identifizieren für das Programm, dass es ein eindeutiges Signal ist. Deswegen wird diese Audioanalyse nicht funktionieren. Wir überspringen es auch gleich, weil es führt zu nichts. Ich zeige euch aber, wie ihr es trotzdem hinbekommen könnt. Da ich keinen Zeitcode vorher vergeben habe, wird das auch nicht funktionieren. Ich könnte über die Dateierstellungszeit könnte ich das vielleicht schaffen, wird aber auch nicht funktionieren, weil unterschiedlich aufgenommen wurde. Also man sieht schon, es funktioniert einfach nicht. Wenn ich hier was ausgewählt habe, er hat hier die Dateien verschoben, gehe ich einfach auf rückgängig und alles ist wieder so, wie es sein soll. Ich habe auch keine Markierungen im Clip, das heißt, die einzige Möglichkeit ist, das manuell zu machen. Das Schöne ist, in jedem Rennen gibt es eine Startampel und das ist mein eindeutiges Signal, um herauszufinden, wann hat das Rennen tatsächlich gestartet. Im Clip Nummer 1, wie durch Geisterhand, ist es zufällig dorthin gesprungen. Wir nehmen das und machen hier eine Markierung. Das heißt, hier wird was eingefügt und das ist mein eindeutiges Startsignal. Jetzt machen wir das bei dem Videoclip Nummer 2 auch, markieren hier oben das und schieben das so weit nach vorne oder wieder zurück. Rennen startet in 18 Sekunden, das heißt, jetzt muss ich relativ feinfühlig hier mit der Maus das bewegen. Da war es schon. Wenn das nicht funktioniert mit der Maus, dann gehe ich hier auf Play. Ich habe hier meine 5. Startampel. Perfekt, Markierung einstellen. Das mache ich bei dem 3. Clip auch. Hier ist nur die Schwierigkeit, es ist der längste Clip. Das heißt, hier wurde im Vorfeld schon entweder deutlich früher mit der Aufnahme begonnen oder deutlich später aufgehört. Da ich das Spiel kenne, weiß ich, wir sind hier oben noch im Qualifying. Das ist immer vor dem Rennen. Somit kann ich eine ganze Menge vorspulen. So langsam nähern wir uns dem. Da jetzt hier 3 Videospuren von dem PC zu bearbeiten sind, ist das natürlich unheimlich rechenintensiv. Das heißt, hier kann es immer zu kleinen Rucklern kommen.
Das müsst ihr halt bei eurer Hardware beachten. Ist die in der Lage, sage ich mal, 3 Full-HD-Filme synchron in 3 Spuren so zu bearbeiten? Wir nähern uns aber immer mehr der entsprechenden Position. Alles klar. Wir haben hier die 4. Startampel. Ich gehe auf Play. Die 5. Startampel ist da. Rechte Maustaste, Markierung erstellen. Das sind jetzt meine 3 Markierungen, anhand der ich diese Videospuren synchronisiere. So, wir haben die 3 Clips erstellt. Und ganz wichtig ist, stellt das hier etwas runter, die Qualität, weil das ist natürlich jetzt sehr rechenintensiv, weil der Rechner ja 3 Videospuren miteinander parallel abspielen muss. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, diese 3 Markierungen hier miteinander auf eine Linie zu bekommen. Wir vergrößern hier mal die Zeitachse, um es uns etwas einfacher zu machen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, die ganzen Clips entsprechend zu verschieben. Das ist auch die einfachste Möglichkeit. Okay, jetzt schieben wir sie alle wieder an den Anfang und so haben wir die Clips und hier sieht man schon, hier war eben eine Hilfslinie, die uns genau das schön verschoben hat. So, die Clips sind synchronisiert eingestellt. Jetzt haben wir hier oben, gehen wir nochmal mit der Zeitachse da drauf. Alles klar. So, man sieht hier wieder schön die Startampel. Man hat hier alle 3 Clips drin. Jetzt haben wir noch die Audioquelle, die wir auswählen können. Das heißt, wir haben jetzt hier 3 mögliche Kameras, die wir auswählen können. Da es sich aber nur um Motorensound handelt, wird das nicht immer hundertprozentig funktionieren. Beim Interview ist es natürlich klar, da habe ich eine Audiospur mit dem Interview drauf. Da ist das viel sinnvoller. Hier an dieser Stelle wird es etwas brechen. Wir haben hier oben den ersten Clip ausgewählt, weil mit dem wollen wir auch unseren Videoclip starten. Damit das alles funktioniert, gehen wir hier auf Aufnehmen. In dem Moment startet er die Aufnahme und das wird auf Rot gesetzt und dieser Videoclip wird jetzt abgespielt. Wir nähern uns der ersten Kurve in Sanford, das ist eine Rechtskurve. Und wir schauen mal, was passiert und haben Bildschirm 2 und Bildschirm 3 natürlich auch im Auge. Und können dann jederzeit umspringen, wenn eine wichtige Situation passiert. Wir springen mal in den Videoclip 3 und hier unten wird ein neuer Videoclip jetzt in dem Moment aufgenommen. Das sieht man hier ganz leicht. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, durch die kompletten 3 Streams so hin und her zu springen. Jetzt nimmt der Videoclip 2 auf und er schneidet automatisch entsprechend immer hier die Videoclips dazu. Hier oben sieht man das sehr schön und die Audioquelle ist immer Kamera 1. Das kann natürlich jetzt manchmal nicht ganz passend sein, das kann man aber später in der Postproduktion gegebenenfalls noch anpassen. Jetzt sagen wir, okay, in der Videospur 2 passiert nicht so viel, wir gehen mal auf Videospur 3, das ist hier deutlich interessanter, viel heißer Kampf. Schwierige Kurve zu fahren, beobachten aber weiter in Videospur 1 und 2, weil hier kann ja jetzt jederzeit was passieren. Wir schalten wieder um auf Videospur 1 und sehen hier sofort in der großen Vorschau, was das Programm gerade aufnimmt. So könnt ihr letztendlich durch euren kompletten Clip hin und her switchen und produziert somit automatisch einen neuen Clip, der entsprechend viele Schnittfrequenzen enthält. Und ihr seht schon, dass das absolut synchron ist und hier habt ihr das optische Signal der Startampel genommen. Gegebenenfalls müsst ihr euch im Vorfeld überlegen, was kann denn für mich als Synchronisierungspunkt perfekt passen. Weil Audio ist eine Möglichkeit, optisch ist eine Möglichkeit oder ein Zeitcode vergeben.
Das müsst ihr euch im Vorfeld der Aufnahme gut überlegen, damit ihr dieses Werkzeug gut nutzen könnt. Okay, wir haben jetzt lang genug aufgenommen. Ich glaube, die Systematik ist verstanden. Wir gehen auf Stopp. Alles klar, wir haben jetzt hier das aufgenommen als neue Spur, sind damit einverstanden und gehen auf OK. Und er fügt uns das jetzt hier ein. Und jetzt können wir uns das gleich nochmal schön anschauen. In der Vorschau, der Start ist erfolgt. Jetzt sieht man hier auch gleich, wann er umswitcht in das nächste Schnittbild. Der Ton ist natürlich immer der gleiche. Jetzt bin ich umgeswitcht und dann sieht man hier, dass das jetzt so einen Ruckler hat. Liegt natürlich daran, dass wir halt noch nicht in der fertigen Filmproduktion sind, sondern noch im Vorschau-Modus. Das wird dann in der Filmproduktion deutlich flüssiger laufen. Okay, ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Auch der Ton hat hier an dieser Stelle gar nicht so gestört, weil es doch, sage ich mal, ein Einheitsbrei-Motorengeräusch ist. Es sind alles Audi TT, von daher kann ich das sehr gut akzeptieren. Das war's von meiner Seite wieder. Ich konnte euch hoffentlich gut erklären, wie dieser Multicam-Designer funktioniert und wie man sich helfen kann, wenn die Audiosynchronisierung nicht so funktioniert. Ich bedanke mich für das freundliche Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.